So, du möchtest also H5P benutzen, hast aber keinen eigenen Server, wo das drauf laufen kann und kennst auch niemanden, der einen Server hat, den du mitbenutzen kannst, dann kann h5p.com für dich eine Option sein. Allerdings kostet die Geld. Muss ich halt einfach dazu sagen. Aber ich zeige dir mal ganz kurz und dann kannst du dir selber überlegen, ob du das Geld investieren möchtest oder nicht. Das ist eine, ich zeige es kurz, aber du kannst dir auch einfach 30 Tage einen kostenlosen Zugang organisieren, den gibt es auch. Einfach auf h5p.com gehen und dann kannst du selber gucken. Aber ich kann ja so ein paar Sachen zeigen. Also das Wichtigste, was man bekommt für sein Geld, das kann ich gar nicht zeigen, aber die Software h5p.com ist ja kostenlos. Nicht der Dienst, diese Seite, aber die Software an sich. Und irgendwie muss ja auch die Entwicklung finanziert werden und ein Teil der Erlöse von h5p.com fließen halt in die Entwicklung der Software h5p, die wieder kostenlos für alle ist. Also das muss man einfach wissen, das bezahlt man mit. Das ist so das Altruistische. Wenn man drauf guckt, was man bekommt, sieht man das hier zum Beispiel. Also andere Plugins wie das für WordPress bieten sowas zum Beispiel nicht. Also hier ist eine sehr schöne Dateiverwaltung. Das heißt, ich kann hier meine Inhalte sortieren. Ich habe nicht nur so eine lange Liste, wo ich dann immer suchen muss. Kann ich hier auch, also kann ich auch nach Schlagworten suchen. Aber hier kann ich die auch in Unterordner gruppieren zum Beispiel, so wie ich das hier gemacht habe. Das ist so ein ganz schöner Vorteil. Das, was man auch machen kann, was bei anderen Systemen nicht geht, ich kann hier sehr fein granular sagen, wer diese Inhalte sehen soll. Also ich kann nicht nur sagen, also wie man das von YouTube zum Beispiel kennt, dass es öffentlich sein soll, hier haben wir so eine Weltkugel, oder protected, dass nur bestimmte Leute Zugriff haben, sonst gibt es auch wie ungelistet, das kann man machen. Man kann hier über Sharing sehr genau sagen, wer Zugriff drauf haben soll. Also einzelne Personen, die müssen dann in so einer Gruppe mit drin sein. Aber sowas kann man machen. Ich kann Sachen hier viel schöner hin und her schieben zwischen den Ordnern. Also gut, ergibt keinen Sinn, wenn man keine Ordner hat. Also man kann sie auch hin und her schieben. Das geht. Dann muss ich kurz gucken, wo kann ich das noch zeigen? Das Schöne, was hier drin ist, was ja nur über Moodle auch geht, dann aber auch nicht, glaube ich, nicht so detailliert, das sind so Reportings. Jetzt muss ich kurz schauen, wo ich bestimmt was beantwortet habe. Wahrscheinlich hier. Fragensammlung unregelmäßige Verben. Also es ist ein H5P-Inhaltstyp. Und hier oben siehst du den Punkt Reports. Das heißt, wenn ich da draufklicke, kann ich erstmal sehen, aha, ich habe den selber viermal offensichtlich ausprobiert. Ne? Erstmal irgendwann im Mai, auch im Mai, letzter Versuch. Wie viele Punkte ich beim ersten Mal hatte, beim zweiten Mal oder letzten Mal halt weniger Punkte. Die beste Punktzahl, die ich erreicht habe. Also sowas kann man dann sehen. Und wenn einen das noch mehr interessiert, dann klickt man einfach drauf und dann sieht man auch, aha, das sind jetzt die vier Versuche. Ne? Also der erste war hier, der zweite war da, der dritte. Man sieht, wie lange ich offensichtlich reingesessen habe. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwie 45 Minuten, habe ich wahrscheinlich das Fenster offen gehabt und irgendwas gezeigt. Also kann ich da jetzt quasi so Drill-Down-Reporting heißt das ja auch, da kann ich jetzt nicht mal weiter reingehen. Und jetzt interessiere ich mich vielleicht für diesen Durchlauf hier, weil ich da ja doch irgendwie am meisten geschafft habe. Dann gucke ich da mal rein und dann kann ich auch sehen, was ich da für Antworten gegeben habe. Also wann ich angefangen habe, ja, wie lange ich dran war. Das ist die Antworten, sind die Antworten, die ich gegeben habe und so weiter und so fort. Also ist eine ganz schöne Sache. Die bekommt man hier mitgeliefert, dieses Reporting. Das ist dann da auch mit drin. Und es kommen noch diverse andere Sachen, nur so als Teaser. Ich weiß ja nicht, wann du dieses Video siehst. Es wird irgendwann im Laufe dieses Jahres ein paar Neuerungen geben. Die gibt es dann erstmal oder vielleicht auch später nur, das weiß ich nicht, für h5p.com. Aber da musst du dich überraschen lassen. Also sowas bekommt man hier, muss man Geld für in die Hand nehmen, ist nicht ganz günstig, weil es eigentlich eher für größere Gruppen gedacht ist, also ganze Schulen oder ganze Unis. Aber wenn man sich als Einzelperson so mit 2, 3, 4 Leuten zusammentut und sich gemeinsam so einen Zugang holt, die können ja alle getrennt laufen, das ist ja kein Problem. Aber dann ist es schon wieder rentabel, dann funktioniert das.